Also, so, meine lieben Schweizer, Österreicher und alle Gäste aus dem großen Kanton. Willkommen zurück zur nächsten Dialogpräsentation zum Thema Erfolgreich mit Innovafon MyApps. Um das Frühstücksfernsehen-Feeling aufrechtzuerhalten, habe ich auch hier wieder Gäste mit dabei, interne. Zu links Alex Ger, der sich ja vorhin schon vorgestellt hat. Und rechts Tobias Belloff, unser Head of Sales für die Benelux-Region und die USA. Kurz zum Inhalt dieser Präsentation. Wir haben uns im Vorfeld zusammengesetzt im großen Team und haben uns überlegt, was wollen wir hier heute eigentlich erzählen? Sollen wir euch von Innovafon zum x-ten Mal erzählen, wie geil wir Innovafon MyApps eigentlich finden, wie wir damit arbeiten, wie man es erfolgreich verkauft, und sind zum Schluss zum Ergebnis gekommen, das Beste, was wir hier machen können, ist eben nicht, dass wir euch das Feedback geben und das wie und warum erzählen, sondern dass das genau direkt vom aus dem Markt kommt. Und so haben wir im Vorfeld keine Kosten und Mühen gescheut und haben aus dem Homeoffice etliche Interviews zum direkten und ehrlichen Feedback mit unseren Partnern geführt, Partnern und Endkunden, und vor allem zu den Themen erfolgreich mit der MyApps Cloud, erfolgreich mit dem Thema Entwicklung wie die das Thema der einfachen Administration das Leben vereinfacht hat und natürlich auch wie der MyApps Client verkauft wird und wieso sich Kunden auch für den MyApps Client als solchen entschieden haben. Und jetzt möchte ich tatsächlich auch gleich schon auf das erste Thema eingehen mit dem ersten Interview zum Thema MyApps Cloud. Ich kann heute eigentlich eine Lösung bauen, wo ein Kunde ein globales System hat. Ein Teil ist virtualisiert, weil es halt physikalisch mehr Sinn macht an dem Standort. Ein Teil ist on-premise mit Appliances von Innovafon und ein Teil ist dann halt, oder gewisse Services kommen dann aus der Hosted-Umgebung. Das ist ja genau der Riesenvorteil. MyApps nos sorprendió gratamente, sobre todo el tema de su simplicidad. O sea, nosotros conocíamos algunas otras soluciones de comunicaciones unificadas de otros fabricantes, pero realmente el ponerlas en servicio, pues tampoco teníamos experiencia, hay que decirlo, pero nos era complejo, requería ir siempre con otro tipo de soporte / hardware o software de ese mismo fabricante. Y sobre todo, ya te digo, es la simplicidad de MyApps y también el modelo de negocio de cómo se comercializa por parte de Innovafon. Ja, einen schönen guten Morgen und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viele zahlreiche Teilnehmer bei uns am Dialog heute teilnehmen. Erstmal auch noch ein großes Dankeschön von meiner Seite an unsere Partner und Endkunden, die so rege sich beteiligt haben an unseren Interviews und uns so tolles Feedback gegeben haben. Und wie ihr wahrscheinlich gerade schon gehört habt, ging es jetzt in dem ersten Teil des Videos erstmal um das Thema Cloud oder MyApps Cloud-Lösung von Innovafon. Und neben den zahlreichen Vorteilen, die unsere Partner und Kunden bereits genannt haben, würde ich gerne nochmal auf den ein oder anderen zusätzlichen Vorteil eingehen, den nicht nur ihr als Partner, sondern auch unsere Endkunden mit der MyApps Cloud-Lösung bekommen. Da habe ich mir mal so, vier Schlagwörter aufgeschrieben, notiert, auf die ich jetzt gerne mal kurz näher eingehen will. Das eine ist Wahlfreiheit oder mehr Freiheit. Das andere ist Flexibilität, Individualität und natürlich Sicherheit. Und gerade wenn wir über das Thema mehr Freiheit sprechen, denke ich, gibt es da noch einige Punkte, die vielleicht noch interessant zu erwähnen sind. Unter anderem natürlich die Freiheit der Kunden und auch von euch, unseren Partnern, des SIP-Providers. Also ihr könnt jederzeit eigenständig den SIP-Provider eurer Wahl benutzen in Kombination mit unserer Cloud-Lösung. Zusätzlich natürlich auch die Installationsgröße ist frei definierbar, ob kleine, mittelständige oder Großkunden, gar kein Problem mit unserer Cloud-Lösung, als auch zum Beispiel die Update-Strategie. Also ihr als Partner könnt ganz frei wählen, welcher Kunde wann denn Update oder geupdatet werden soll, und letztendlich natürlich auch die freie Wahl der Endgeräte.
Ist ein wichtiges Thema und dementsprechend steht hier eine größtmögliche Freiheit für euch als Partner, als auch für unsere Kunden zur Verfügung. Neben dem Thema Freiheit und Wahlfreiheit natürlich auch ein großes Thema Flexibilität. Auch da können wir mit unserer Cloud-Lösung punkten. Zum Thema Flexibilität hatte ich mir auch noch 2, 3 Punkte aufgeschrieben. Natürlich erstmal auch hier wieder Thema Skalierbarkeit, dass wir wirklich die Integration verschiedener Standorte, Filialen oder Homeoffice-Lösungen garantieren können mit der Innovafund Cloud-Lösung. Zusätzlich haben wir ein sehr flexibles Preismodell. Was ich damit meine, ist, wir nennen es das Pay-per-Use-Modell. Das heißt, dass der Kunde wirklich auch nur für das bezahlt, was er benutzt oder haben möchte. Und zu dem Thema Preismodell gibt es natürlich auch noch das Thema Vertragslaufzeit. Auch da, denke ich, haben wir einen riesen Vorteil mit unserer Innovafon MyApps Cloud-Lösung, und zwar, dass wir keine feste Laufzeitbindung unserer Verträge haben. Sprich, der Kunde kann jederzeit den Cloud-Vertrag kündigen und sich dementsprechend flexibel aufstellen. Vorletzter Punkt ist die Individualität. Auch hier gibt es verschiedene Themen im Bereich Individualität, die ich kurz ansprechen will. Zum einen ist es natürlich das Merkmal, dass unsere Kunden zu jeder Zeit, an jedem Ort und auch auf jedem Gerät unsere Cloud-Lösung benutzen können. Was es natürlich gerade in solchen Zeiten wie heute extrem vereinfacht, überall erreichbar zu sein und auch überall seinen Arbeitsplatz bei sich zu führen, sozusagen. Zum Thema Individualität vielleicht noch ein Punkt von mir, und zwar die Integration von Drittparty-Applikationen. Auch da ist dem Kunden und euch, unseren Partnern, keine Grenze gesetzt. Mit der Innovafone Cloud-Lösung könnt ihr jegliche Drittparty-Applikationen, wie zum Beispiel ein CRM-Programm oder ein ERP-Software-Programm, flexibel in unsere Lösung mit integrieren. Und zu allerletzt Thema Sicherheit. Gerade, denke ich, in Europa ein wichtiges Thema und auch bei unseren Partnern und Endkunden sehr beliebt und auch natürlich oft gefragt, was das Thema Sicherheit mit sich auf sich hat, gerade in dem Bereich Cloud. Und auch da will ich gerne mal so ein paar Punkte hervorheben. Zum einen die finanzielle Sicherheit natürlich der Kunden. Also der Kunde braucht nicht direkt viel Geld in die Hand nehmen und ein großes Investment tätigen mit unserer Cloud-Lösung. Nächstes Thema Zukunftssicherheit. Durch unsere regelmäßigen Software-Updates ist auch hier garantiert, dass der Kunde immer auf dem neuesten Stand unserer Technologie und unserer Cloud-Lösung ist. Und auch das Thema Ausfallsicherheit spielt immer wieder eine Rolle. Auch hier garantieren wir die möglichst hohe Ausfallsicherheit. Durch die Benutzung europäischer Datenzentren mit unserer Cloud-Lösung zusammen können wir wirklich eine maximale Ausfallsicherheit garantieren. Und natürlich, last but not least, ein großes Thema, nicht nur in den Medien, sondern bei all unseren Partnern wie auch unseren Kunden, ist das Thema Datensicherheit. Ich denke, wir hatten alle viel zu tun in letzter Zeit, was das Thema Datensicherheit angeht. Und auch da gewährleisten wir natürlich mit unserer Cloud-Lösung den höchstmöglichsten Sicherheitsstandard, wenn es um das Thema Daten und Datenverwaltung geht. Und das waren so ein paar, sage ich mal, Aspekte und Vorteile von meiner Seite in Bezug auf das Thema Innovafone MyApps Cloud. Und jetzt würde ich gerne einfach weiter zu dem nächsten Video gehen und danach an meinen Kollegen Florian abgeben. And the scene from the system manager and also from the reseller, of course, I think the device app is the best one. Mm-hmm. It gives you a very good management of also the remote phones and remote devices. So it's very, very nice tool. Ja goed, met de komst natuurlijk van de hele MyApps oplossing is het makkelijker geworden om de producten te beheren. Jetzt in de laatste, vooral met de laatste paar Wochen, sehr viele Projekte realisieren aufgrund von sehr schnellen, agilen Projektsituationen oder Testumgebungen. Das heisst, wir haben innerhalb von kürzer Zeit, innerhalb von 2 Tagen, haben wir dem Kunden eine Testumgebung gebaut, die wir produktiv können nutzen können. Das heisst, auch der Sales-Zyklus, der ist je nach, wenn man nicht wahnsinnige Infrastrukturthemen hat, dann kann der auf wenige Wochen reduziert werden. Für eine Migration von irgendeinem Drittsystem auf Innovafone. Und das macht es extrem spannend.
Ja, hallo, nochmal von mir aus Österreich, live zugeschaltet aus meinem Homeoffice. Ganz interessantes Format, dass nicht wir von Innovoa von uns auf die Bühne stellen und unsere neuen Funktionen präsentieren, sondern wir haben bewusst unsere Partner gefragt und auch Kunden gefragt, wie sie zufrieden sind mit unseren Produkten, mit unseren Lösungen. Und da kamen wirklich tolle Aussagen, wie zum Beispiel zum Thema Administration von Ole, der meint, mit der Device-App ist eine der bedeutendsten Verbesserungen gelungen im neuen Release. Das ist ja mal eine tolle Kernaussage eines Partners. Insbesondere, weil es einfacher ist, unterschiedlichste Geräte an verschiedensten Standorten zu managen und zu administrieren. Oder auch Kyrill, der meint, mit MyApps ist es einfacher geworden, die Systeme zu verwalten. Und auch eine ganz wichtige Aussage, dass neue Partner sich leichter tun bei Installationen und einmal zu starten mit Innovafon-Lösungen. Ja. Der Daniel Bracher meint, MyApps ermöglicht in kürzester Zeit den Rollout von Projekten, insbesondere jetzt mit der Devices App. Wir denken einfach, dass wir mit der neuen Plattform einen Unterschied am Markt ausmachen in Bezug auf Administration, weil es sowohl für unsere Partner als auch für den Endkunden einfacher ist, das System zu verwalten und zu administrieren und zu konfigurieren. Möchte jetzt an dieser Stelle gleich das Wort weitergeben oder das nächste Video einspielen zum Punkt Development of My Apps. The third thing I will tell about is the possible to integration. You see that it's easier for people without special phone and InnovaPhone knowledge to make integration with the MyApps platform. Much easier than for the previous platform. Wenn man einmal verstanden hat, was und wie man das da ansprechen kann, hat man halt im Prinzip ein solides Grundgerüst und muss im Prinzip nur noch Features implementieren. Ya hemos desarrollado una primera solución, que es nuestro tarificador hardware, que es el primer tarificador nativo InnovaPhone, que integramos con diferentes soluciones RP y PMS. Y con MyApps, lo que vamos a tener es un entorno de desarrollo, de testing y despliegue de aplicaciones centralizado, que esto es lo que nos va a permitir es poner en el App Store de InnovaPhone aplicaciones que correrán de forma nativa en la PBX sin necesidad de servidor. Ja, hallo. So, genau, nochmal hallo von meiner Seite nochmal. Ich erzähle so ein bisschen was über die Entwicklung und das tue ich auch gerne, weil für mich ist das einfach mit eines der spannendsten Themen bei MyApps, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Unsere offenen Schnittstellen erlauben einfach eine einfache und vor allem auch schnelle Entwicklung und wie ja auch erwähnt wurde, ja, hat man es einmal gemacht, wird es nur noch einfacher und noch schneller. Ja. Wurde ja auch schon gesagt, es gibt schon Partner, jetzt schon, die auf dem Markt unterwegs sind und ihre Lösungen dem Kunden anbieten. Aber da ist auch die zweite Seite, was der Ole am Anfang erwähnt hat, und zwar diese Nicht-PBX-Seite. Ja? Und das eröffnet einfach einen ganz anderen Zugang zum Kunden. Ja? Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, unsere Lunch-App. Ja? Mit der Lunch-App bestellen wir immer in unserer Cafeteria hier im Gebäude unser Mittagessen. Ja? Und diese Lunch-App, das ist natürlich was ganz Wichtiges für uns, ja, weil das stillt unsere knurrenden Mägen, ja, jeden Tag. Das erlaubt uns den Zugang zu unserer Futterquelle, ja. Und das hat jetzt mit Kommunikation an sich noch gar nichts zu tun, aber ist einfach auch sehr wichtig und erleichtert uns einfach den täglichen Ablauf in unserem Büro. Und das kann ich mir vorstellen, ist einfach auch interessant für viele Kunden da draußen. Was ich dann damit meine, ist, ihr könnt hier einfach noch viel mehr Werte für den Kunden kreieren, ja, und ihr hebt euch dadurch mit eurem Produkt, mit eurer Firma, hebt ihr euch auch einfach ab. Ja. Nun kann man auch sagen, ja, okay, InnovaPhone, ich habe schon hier meine Plattform, die ist auch schon ganz speziell. Aber das ist auch kein Problem,
ja, wenn ihr schon sowas habt, aber noch vielleicht noch ein bisschen mehr Kommunikation drin braucht, ja, unsere Kernkompetenz, dann könntet ihr auch ganz einfach integrieren. Dann könnt ihr auch ganz einfach unseren Code vom Softphone nehmen und könnt den auch bei euch integrieren. Was ich damit sagen will, es gibt unendlich viele Möglichkeiten mit MyApps. Ja? Ihr müsst die nur entwickeln. So, jetzt haben wir auch schon ganz viel über den Client und die Möglichkeiten geredet, aber wir wollen jetzt nochmal im Detail drauf eingehen mit dem Christian. Das Feedback haben wir letzten Freitag erhalten, mit der Bestellung zusammen. Der Test hat anderthalb Wochen gedauert und war durchwegs positiv. Also die Mitarbeiter, ohne jetzt groß zu schulen, und das ist ja immer ein großes Thema, die konnten sich relativ rasch damit zurechtfinden. Das heißt, mit MyApps kann man relativ sehr schnell einen sehr einfachen, aber doch sehr großen Mehrwert generieren, indem ich einfach damit arbeiten kann. Ich kann Abwesenheitsmeldungen hinterlegen, ich kann Umleitungen setzen, und das sehr intuitiv. Das war dann ein netter Nebeneffekt jetzt in dieser Covid-Situation. Homeoffice lässt grüßen. Mhm. Das hätten wir mit der alten Telefonanlage so nicht stemmen können. Klar kann man heute sagen, jeder hat noch ein Nattel dabei, dann wäre dann das der Kommunikationsweg gewesen. Aber es war natürlich schön, via interne Telefonie mit den Homeoffice-Anwendern zu sprechen. Und natürlich dazu jetzt mit Videochat und so weiter. En nu sinds de komst van MyApps natuurlijk de look and feel van het product. Het SmoothMooi is op alle apparaten te gebruiken. Gebruikers hebben een hele lage drempel om de producten te gaan gebruiken. En dat vinden ze gewoon prettig om te zien. Ja, en alle gebruikers, de ervaring is op alle apparaten hetzelfde. En zijn laaien enthousiast over de look and feel en het gebruik ervan. Dus ja, echt een prima oplossing. Heb je een gebruiker nodig die een softphone gaat gebruiken, is het gebruikelijk dat je de softphone-app daarvoor gebruikt. Mm-hmm. Wil je de devices gaan beheren, heb je de devices-app. Dus het is gewoon... Also von meiner Seite erstmal noch ein herzliches Dankeschön, vor allem an Daniel, Marcel von unserem Endkunden SISAC und Christoph Affendranger, mit dem wir das Interview durchgeführt haben, und natürlich auch an unseren Cyriel von unserem holländischen Partner Größe, die für diese Interviews bereitstanden. Als wir die Interviews durchgeführt haben, vor allem zum Feedback zum MyApps Client, waren wir dann doch sehr, sehr neugierig und gespannt auf das Feedback und das Ergebnis war sehr, sehr interessant. Auf der einen Seite hatten wir sehr, sehr viele gemeinsame oder ähnliche Feedbacks bekommen vom Markt. Und eines davon war beispielsweise, dass das Look and Feel, so wie Cyriel jetzt gerade auch nochmal angesprochen hat, von den Kunden extrem geschätzt wird. Und dass es, wie es auch Daniel gesagt hat, der MyApps Client wird ganz einfach von den Anwendern akzeptiert. Das heißt, man kann es einfach ausrollen bei den unterschiedlichen Usern. Und sie können damit arbeiten. Das heißt, eine einfache Akzeptanz der Anwender. Auf der anderen Seite, so wie wir es dann aber auch zum Beispiel vom Marcel Jauch gehört haben, von unserem Endkunden SISAC, war es auch so, dass der MyApps Client war das optimale Tool für die Integration, für die flächendeckende Migration ins Homeoffice. Einfach ausgerollt bei all seinen Anwendern, und es war das optimale Tool, damit die Mitarbeiter intern noch miteinander zusammenarbeiten konnten, aber natürlich auch, dass die Kommunikation von und nach extern sichergestellt wird. Was ich für mich aber tatsächlich auch spannend fand, war, dass wir zu einem Thema, was den MyApps Client und wie man ihn erfolgreich verkauft angeht, nichts bekommen haben, war das Feedback, dass der MyApps Client als solcher lizenzfrei ist. Das heißt, am Ende des Tages muss man den noch nicht mal wirklich verkaufen, sondern der kommt mit jeder Installation mit und man muss ihn einfach nur mal ausrollen, um den Anwendern zum Spielen mitzugeben. Das ist aus meiner Perspektive einer der größten Vorteile, die wir beim MyApps Client haben, dass man ihn einfach mit jeder V13 Installation raushauen kann. Was ich ebenfalls spannend fand, war das Feedback der Akzeptanz, was mich aber auch nicht sonderlich überrascht hat, denn dass den Ansatz, den wir mit dem MyApps Client fahren, ist exakt der gleiche, den jeder
ja, man kann ja sagen, jeder Mensch über jede Generation hinweg, von einem anderen Arbeitstool kennt, nämlich dem Smartphone, das ebenfalls wie der MyApps Client weitaus mehr ist als einfach nur ein Telefoniergerät, sondern es ist das universelle Arbeitstool für alle Applikationen, genauso wie es der MyApps Client auch ist und genauso wie auch der MyApps wie das Smartphone individuell eingestellt werden kann, so kann auch der MyApps Client auf die Bedürfnisse des Users eingerichtet werden. Und am Ende des Tages kann man hier tatsächlich auch sagen, jeder, der ein Smartphone bedienen kann, kann auch den MyApps Client als solchen bedienen. Und was am Ende des Tages wirklich das Spannende ist mit dem MyApps Client und der Flexibilität, die wir hier mitbringen, ist, der MyApps Client passt sich auf die Anforderungen und Wünsche des Anwenders an. Das heißt, die einen verwenden ihn einfach als UC-Client, die anderen als komplette Arbeitsumgebung und alles dazwischen ist möglich. Einfach der Anwender gemeinsam mit euch als Partner entscheidet, wie er hiermit arbeitet. Genau, das war unsere Dialogpräsentation mit dem aktiven Teil von unserer Seite. Noch eine kurze Info. Sämtliche Videos und Interviews werden wir natürlich auch bereitstellen, damit ihr euch die anschauen könnt. Und jetzt würde mich vor allem interessieren, ob Fragen eingetrudelt sind. Keine Fragen. Oha. Huiuiui, ja, alle glücklich? Weiß schon jeder, wie man MyApps erfolgreich verkauft. Also wir werden das überprüfen am Ende des Jahres. Ja. Wir hatten ja noch auch ein paar Umfragen, glaube ich, währenddessen geschaltet. Wie sieht's denn mit den Ergebnissen aus? Also bei der MyApps Cloud, wie oft die bereits verkauft wurde, 23% haben sie bereits verkauft und 77% nicht. Dann hatten wir noch... Hier möchten wir ganz kurz darauf eingehen. Das heißt, in Österreich und der Schweiz haben wir hier noch Aufholbedarf. Und nur mal ein Ergebnis aus unserem internationalen Dialog von Dienstag zu geben, da war es genau andersrum. Das heißt, da hatten wir eine Verkaufsquote schon von 85%. Um es kurz zu machen, hopp, hopp. Haben die Admin-Apps euer Leben vereinfacht? 70% sagen ja. Und nur 30% nein. Dann ist tatsächlich für mich eigentlich die Frage, wie schaffen wir es auch noch mit den letzten 30%, aber 70% ist ja schon mal ganz gut. Ja. Zur Umfrage, würdet ihr eine App entwickeln? 36% sagen ja, 64% sagen nein. Huch, da haben wir ein leicht konträres Ergebnis im internationalen Dialog gehabt. Ja. Das ist anscheinend die Bereitschaft, eine App zu wickeln, doch etwas höher war. Genau. Also auch da vielleicht nochmal der Aufruf, ihr könnt echt einen Mehrwert für eure Kunden generieren, indem ihr vielleicht euch mal mit dem Thema noch etwas näher beschäftigt. Wir würden uns freuen und ich glaube auch, der MyApps Client wird dadurch einfach noch vielseitiger und noch toller. Zur Umfrage, ob Sie wussten, dass der MyApps Client kostenlos ist, sagen 91% ja und nur 9% nein. Dann erstmal großes Lob an die 91%. Einen kleinen Rüffel an die 9%. Aber dann gibt es jetzt auch keine Ausreden mehr. Einfach an jeden Kunden den MyApps Client ausrollen. Genau. Jetzt habt ihr noch die allerletzte Möglichkeit, Fragen einzuwerfen. Ne? Wenn dann nichts kommt, kann ich euch tatsächlich auch nur empfehlen, in 7 Minuten bei der nächsten Dialogpräsentation teilzunehmen und natürlich heute Nachmittag auch sämtliche Dialog-Sessions zu besuchen, die für euch interessant sind, weil ihr da auch die Möglichkeit habt, mit uns direkt in Kontakt zu kommen und spannende Diskussionen zu führen. Genau, auch vielleicht noch von meiner Stelle nochmal ganz kurz, ihr seht in der Agenda, in eurem Client, sämtliche Sessions, die heute Nachmittag stattfinden und auch ich kann nur wärmstens empfehlen, daran teilzunehmen. Wir haben wirklich viele spannende Themen und interessante Sessions, die noch kommen. Super. Ja. Mensch, da seid ihr ja schon wieder vor der Zeit fertig. Vielen Dank für euren Input. Genau.
Ich habe auch eben vielleicht für euch zur Info, die anderen Sessions sind gut besucht, ne? Also der Nico und der Walle, die sind da in der Technik-Session und behandeln die ganzen Fragen und Diskussionen. Und jetzt sind die ja schon die Nächsten, die gleich dran sind. Also hier ab 12 Uhr das Thema Kunden- und Partnerkommunikation mit dem TechSurf. Die müssen gleich hier wieder flott rüberkommen, ne? Damit dann hier auch pünktlich weitergemacht werden kann. Ja, und zur gleichen Zeit um 12 Uhr für die Marketinginteressierten Meet the Expert Marketing in Raum IP3. Auch da alle herzlich willkommen, die sich dafür interessieren. Riesendank an euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch einen Kaffee holt oder einen Tee oder was auch immer ihr gerne haben möchtet. Und wir sehen uns hier um 12 Uhr wieder. Vielen Dank.